Weiter geht's mit City Skylines Teil 2, ihr Lieben. Ja, und wir wussten alle, dass dieser Tag kommt. Die coolen Autos, die richtig fette Mucke hören im Auto. Und die dann dabei zittern. Guckt euch mal an. Alter, was muss denn der für ein Beat im Auto haben? Boah. Ein Kumpel von mir hatte mal eine so fette Anlage im Auto, dass er gesagt hat, wenn du Probleme mit dem Herzen hast, darfst du nicht auf der Rücksitzbank sitzen. So dick ist der Beat, so fett ist der Bass, der von hinten kommt. Also ganz ehrlich, ich würde die Autos hier mal rausziehen, hallo? Wieso stehen die denn alle auf der Kreuzung? Was ist denn das? Was ist denn hier los? Ein Unfall! Ja, das erklärt einiges. Warum sind dir denn so Milliarden an Taxis? Also wir müssen heute unbedingt was gegen die Taxiflut unternehmen. Das ist auch der Grund, warum ich euch das hier gezeigt habe. Guckt euch das mal an, das ist ja Trillionen an Taxis. Wir haben ja fast mehr Taxis hier in der Stadt als Sandkörner am Strand. Ja, also das ist ja, das muss man ja mal sagen. Und die kommen natürlich vor allen Dingen von dort hinten, aus der Ecke. Und das bringt uns zu mehreren Maßnahmen, die wir heute in unserer Stadt treffen müssen, um diese Probleme an Taxis hier zu lösen. Denn wir haben eigentlich keine Verkehrsprobleme, aber wir haben sehr viele Taxis, die jetzt in der Wachstumsphase Leute von außen bringen. Das heißt, wir können jetzt mehrere Maßnahmen treffen, um das zu lösen. Maßnahme Nummer 1, wir speichern ab und fangen neu an. Das möchte ich nicht. Deswegen fangen wir mit der nächsten Maßnahme direkt an und wir werden die Route hier erweitern. So, wir haben, das können wir mal ein bisschen langsamer machen, die Y4, das ist die Überseeroute oder die Überbahnroute. Das, guckt euch das mal an, ey, das ist ja unglaublich, oder? Boah! Sag mal! Ja, das, ja, wir brauchen auch einen Hauptbahnhof. Das ist Maßnahme 4, 5, 6. Das werden wir jetzt alles machen in der heutigen Folge. Und die Route hier, die ist tatsächlich entscheidend. Die muss. Und jetzt müssen wir einmal in die Pause gehen. Hier durchfahren. Jetzt muss ich hier ernsthaft eine Bushaltestelle hinsetzen. Da werden wir mal ein bisschen weiter weggehen. So. Dann werden wir diese Route erstmal da lang juckeln lassen. Und hier auch Leute rausbringen. Maßnahme 1. So, dann will ich eigentlich die Y4 hier aus dem Industriegebiet wieder raus haben. Wenn ich ehrlich bin. So. Die soll da nicht rein. Das machen wir nicht. Die lassen wir wirklich nur in diesen Kerngebieten rumfahren. Industriegebiet kommt nicht in Frage, da muss die nicht hin. Die soll keine Arbeiter transportieren, die soll nur Leute hierher bringen. Und da werden wir allerdings auch nochmal die Route erweitern und die nochmal eine Runde da lang fahren lassen. Ja, dass wir hier einfach mal ein bisschen, dass wir hier ein paar mehr Haltestellen reinkriegen. So, das ist Maßnahme 1, dass die hier in diesen Kernwohngebieten wirklich die Leute einladen und ausladen. Das ist nur eine reine Straßenverbindung da hinten hin. Und damit das hier ein bisschen schneller geht, das Ganze, müssen wir auch hier nochmal ein bisschen aufrüsten. Und ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, wir müssen hier tatsächlich locker auf 14 Fahrzeuge gehen, damit wir einfach genügend Busse hier haben. Oder wir bleiben erstmal bei 12 Fahrzeugen. Und das wiederum wird Probleme hier vorne verursachen, weil wir schon an der Maximalgrenze angelangt sind. Das heißt, wir werden hier nochmal ein paar zusätzliche Busse platzieren und sind jetzt bei 65 auf 36. Und sollten damit also in der Lage sein, hier genügend Busse, und ihr seht, jetzt kommen die ganzen Busse hier rauszuholen. So, das sind jetzt die Überlandbusse, die da hinten hinfahren. Das ist Maßnahme Nummer 2 gewesen. Maßnahme 3, eigene Taxidepots, um das Ganze hier und eigene Taxistände, um das Ganze so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Das werden wir jetzt auch nochmal machen. Und dann werden wir uns um den Hauptbahnhof kümmern. Tja, und beim Hauptbahnhof, bin ich ehrlich, weiß ich noch nicht, wo ich ihn hinsetze. Denn ich möchte eigentlich auch hier ein
ein Bahnhofsnetzwerk bauen oder von dort aus gleich eine entsprechende Route bauen. Also ich möchte nicht nur hier einen Bahnhof haben, ich möchte quasi entlang dieser Autobahn ebenfalls Bahnhöfe setzen und im Prinzip hier zusätzlich zur normalen Bahn und U-Bahn hier eine Rundstrecke machen, die hier um diese Insel mit der normalen Bahn geht. Einfach aufgrund der Kapazität, die diese Bahn hat, um die Leute hier entsprechend zu verteilen. Wir werden diese Ecken hier mit knappen 15.000, 20.000 Einwohnern ja immer mehr haben. Quasi einmal so ringsherum um diesen Kernbereich wird sich das drehen, weil ja hier diese Einflugschneise des Industriedrecks ist. Deswegen wird sich das quasi wie so ein Rondell hier drum drehen. Und in diesem Rondell wird dann außen quasi als Begrenzung die Straße sein, die Autobahn und einmal eventuell als, ich stelle mir das vor, dass das auch gestackt ist, also dass die übereinander sind und nicht untereinander. Ich möchte diesmal auch möglichst wenig unter der Erde machen, sondern tatsächlich auch, dass man es sieht, über der Erde. Und dann da einen schönen Bahnhof platzieren. So ist meine Idee. Und das möchte ich von hier aus dann in diese Richtung bauen. Deswegen würde ich den ersten Bahnhof irgendwo hier in diesem Bereich bauen. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Deswegen werden wir das nochmal ein, zwei Folgen nach hinten schieben, wenn wir so und so anfangen, den Bereich zu bauen für die Autobahn. Da wird dann hier hinten wird dann ein großes Kreuz hinkommen, dass wir das von hier aus dann verteilen. Dann müssen wir hier nochmal ein paar Gebiete kaufen. Hier vorne müssen wir was kaufen. Da sind wir mit 12 Gebieten eigentlich noch fast zu wenig dran. Wir müssten hier noch ein, zwei kaufen, damit wir weiter unsere Windenergie produzieren können. Naja, und so weiter und so fort. Also da ist noch genug zu tun. Das wollte ich nur noch einmal ganz kurz erwähnt haben. So, also das ist das Thema. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema und das sind die Themen der Taxis. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich die hier auch finde. Wir haben das Busdepot. Weiß ich gar nicht, ob wir das eventuell erforschen müssen. Nee, die U-Bahnen. Das war, glaube ich, hier bei Straße, ne? War das hier bei Straße? Ach Gott, ich habe die Find-It-Mod nicht installiert. Frachthafen haben wir nicht. Straßenbahn ist die letzte Option, wo es gewesen sein könnte. Ah, doch. Ach, das geht. Moment, doch. Wir haben ein Taxidepot, das wird es auch. Genau. Eine Garage für und Werkstätte für Taxis. So, ist die Frage, wo wir das hinbauen. Das erzeugt natürlich Lärm. Gering. Dann können wir es auch da einbauen. Machen es mal da hinten hin. So. Dann haben wir hier ein paar Taxizentralen. Taxis können Passagiere der ganzen Stadt mitnehmen, nicht nur von ausgewiesenen Taxiständen. Check. Und mehr Platz für Taxis. Können wir auch gleich mal aufbauen. So. Gut. Dann sollten wir damit jetzt Passagiere aus der ganzen Stadt mitnehmen können, weil wir eben den entsprechenden... Oh, die nehmen echt Chemikalien mit als Export. Cool, weil wir den entsprechenden Perk dazu haben. Wir können trotzdem nochmal ein paar Taxistände aufbauen. Und ich hoffe inständig, dass diese Maßnahmen hier so ein ganz bisschen Struktur in dieses Chaos bringen. Wir machen da mal einen hin. Wir machen da mal einen hin. Dort. Dort. Wie gesagt, die können ja so und so überall. Überall mittlerweile anhalten. In die Industrie sollen sie nicht. So. Einmal da einer
zur Uni kommt auch einer. Und ich denke, da vorne machen wir auch einen. Gut, dann haben wir jetzt ein paar verteilt. In die Industrie sollen, habe ich das bewusst nicht gemacht, da sollen die einfach nicht hin. Da sollen die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Und das wird das Problem noch nicht lösen. Aber ich hoffe zumindest, was war das jetzt für ein komischer Blitz? Aber ich hoffe zumindest, dass wir das damit so ein bisschen unter Kontrolle kriegen und so ein bisschen Struktur reinkriegen in die Sache. So, dann will ich eine weitere Zone definieren und ein paar Parkplätze bauen. Ich möchte gerne Parkplätze bauen an der Stelle und an der Stelle. Und ja, eigentlich hätte ich die auch gerne an der Stelle gehabt, aber da bin ich mir... Ach, wie es der Zufall so will, sind die gerade ausgezogen. Na, das ist ja praktisch. Dann können wir auch tatsächlich hier einen Parkplatz bauen, dass wir auch ein bisschen Struktur reinkriegen. Und jetzt hoffe ich mal, ich habe Parkplätze, die groß genug sind. Yep. Einmal ans Ende der Straße jeweils. So. Da waren drei frei und da ist der... Da docken wir das mal direkt da vorne an. Sehr schön. So, da haben wir die Parkplätze. Und dann werden wir ein weiteres Gebiet definieren. Das wird einmal gerade hier dieses Gebiet werden. Der Brandhof. Und im Brandhof wollen wir ein paar Regeln festlegen. Beziehungsweise der Brandhof soll eigentlich noch ein minimales Stückal größer werden. Ich hätte den nämlich gerne über diese beiden Straßen hier. Ja, 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 ich weiß. Genau, du willst nicht, dass ich das mache, aber das ist mir völlig egal. So. Und genau eben an die Straße soll er eigentlich nicht. Das ist mir egal. Auf jeden Fall, da soll er hin. So, jetzt haben wir's. Also, hier im Brandhof gibt es ein paar Regeln. Die sind reich und wenn die reich sind, dann können die durchaus mal A, langsamer fahren. Das sorgt hoffentlich, zumindest in meinem Kopf, beim Algorithmus für Folgendes. Langsamer bedeutet, die kommen nicht so schnell an. Das bedeutet auch, wenn es buckelt, ist es eventuell ein Qualitäts- und Komfortverlust. Ich weiß nicht, ob das Spiel das in die Tiefe simuliert. Ich hoffe es inständig. Das kann ich allerdings nicht mit Bestimmtheit sagen. Das bedeutet allerdings, dass wir nur durch diesen Knopf die Algorithmen verändern, die hier die Routen kalkulieren und damit hoffentlich die Leute hier eventuell in eine andere Richtung zwingen. Und das wäre dann diese Richtung hier. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir das in Zukunft umbauen. Aber das ist noch nicht unser Problem an der jetzigen Stelle. So, dann Verbrennungsmotorenverbot. Ja, Recycling können wir machen. Das ist jetzt nicht ganz so gewichtig. Was ich noch machen will, ist das Straßenrand. Ist die Straßenrandparkgebühr mit $20. So, dafür sind die Parkplätze mit 5, wie ich finde, relativ günstig. So dass wir diese reichen Schnösel hier mal zwingen werden, entweder ordentlich zu bezahlen für ihr Auto oder verdammt nochmal die Parkplätze zu nutzen, die wir ihnen hinten gebaut haben. Und ja, ich verspreche euch, wenn die Parkplätze voll sind, bauen wir mit Sicherheit ganz bestimmt weitere. Okay, gut. Also das Thema haben wir auch. Dann ist dieses Gebiet auch soweit. Naja, fertig ist es nicht, aber ich möchte schon zusehen, dass wir auch hier mal ein paar Bäumchen pflanzen und da hier natürlich schon auch die betagteren Leute im Moment wohnen, machen wir hier keine billige Edelkastanie, sondern natürlich nur das Beste vom Feinsten. Und wenn ich diesen Baum hier finde, da, die Eiche. Eiche. Da passt es nicht. Dann machen wir die Anarchie da an. Einmal da. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier bei der Eiche sehr gut ist. Oder müssen wir sogar auf 17 gehen? Ui. Ja, 18 Meter. Einmal dahin bitte. Ich will an diesen Hauptstraßen nichts bauen. Und um mich selbst daran zu erinnern, ja, man soll ja gerade bei solchen Sachen auch immer wieder sich selbst an Dinge erinnern, bauen wir hier jetzt eine Eichenbegrenzung auf. Um mich einfach selbst immer wieder daran zu erinnern, denk dran, Nerd, da wolltest du nichts bauen. Einmal da bitte. So.
einmal nach da. Und einmal nach da. Ja, das kann man so lassen, denke ich. Sehr schön. Einmal Edeleichen, damit das hier auch vernünftig aussieht. Und dann haben wir hier im Kernbereich noch ein bisschen was frei. Und danach können wir hier einfach so ein paar Büsche hinpflanzen. Gut, apropos Pflanzen. Was wir übrigens noch gar nicht gemacht haben, sind hier diese ganzen coolen Sachen zu benutzen, wie Grünstreifen. Und da wir jetzt hier relativ viel Grün haben, würde ich jetzt einfach mal an dieser Hauptallee einfach mal gerne bis zum Schluss runter ein paar Grünstreifen platzieren, die wir zusätzlich auch nochmal mit Bäumchen ausstatten werden. Aber auch erstmal nur hier, weil das ja jetzt so ein bisschen unsere Hauptstraße wird. Ich glaube, hier haben wir jetzt Beleuchtung. Nee, haben wir noch nicht. Okay, so, dann haben wir die Sachen jetzt auch. Das sieht dann, denke ich mal, schon mal... Ja. Ah, da hinten haben wir nur... Haben wir die auf 6 Spuren geplant. Ah, die haben wir asymmetrisch gemacht. Ah, okay. Ja, alles klar. Und dann sind wir hier wieder einen runtergegangen, damit die hier abbiegen können. Gut. Ja, wir müssen mal gucken, ob das so bleibt oder ob wir die auch nochmal aufrüsten. Im Moment sieht der Traffic ja noch gut aus. Wir haben uns ja jetzt wieder ganz gut gefangen, wie ich finde. Gut. Das haben wir also auch. Und ich denke, wir sind jetzt eigentlich auf dem Stand, dass wir wieder ein bisschen die Stadt erweitern können. Ich hoffe, dass das jetzt mit den Taxis soweit funktioniert. Bevor wir das allerdings machen, will ich einmal die YP4 kontrollieren, ob die Maßnahmen, die wir getroffen haben, auch funktionieren. Denn die sollen natürlich hier auch mal reinkommen, die Leute. Also bei 2 Leuten, Ticketpreis ist kostenlos. Ja. Ich denke, wenn wir eine neue Verbindung mit dem Zug haben, dann wird das hier mit der YP4 auch noch mal ein bisschen besser. Dann können wir die auch wieder runterschrauben. Mit einer Anzahl der Leute. Gut. Also, dann gibt es weitere Gebiete. Wir müssen auf jeden Fall hier weitermachen. Zack, zack. So. Das ist das. Dann gibt es weitere Einfamilienhäuser. Nein, 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 verdammt. Ich habe mich verklickt. Entschuldigt bitte. Ich bin auch ein Schussel. Tut mir leid, es gibt eine kleine Steuererleichterung für euch. Die wollte ich haben. Gut. Sehr schön. Wow. Das sieht ja geil aus. Das ist ja irre, Leute. Das sieht richtig mit einer Einfahrt hier drinne. Wow. Also, da muss ich ja sagen, dass das Vanilla Game ist, Respekt. Das sieht ja so cool aus. Hier diese Ecke. Wow. Was verkaufen die denn hier? Elektronik und Fahrzeuge. Geil. Ist das cool. Also die Ecke ist ja wirklich hübsch. Das muss ich ja wirklich... Also das ist ja... Richtig, was ist denn das da? Das sind Kräne. Wenn dich da rankommen, dann sollten übrigens sauberer zu sehen sein. Ich hoffe, ihr seht, was das Spiel macht. Ja, volle Grafikpracht. Halbe Grafikpracht. Gar keine Grafikpracht. Ja, das sind die Reduzierungen der Grafik, die man eingebaut hat, damit das Spiel eben in einer ansatzweise vernünftigen Geschwindigkeit läuft. Und daran sieht man, ja, Colossal Order hat zum Leidwesen oder zum Positiven, das muss jeder für sich selbst entscheiden, verdammt viel gemacht. Und wenn ich mir überlege, dass das Spiel jetzt mit 40 anstatt 4 FPS läuft, also es ist kein Witz, bei mir ist es Faktor 10 auf meinem System, auch dank dieser Änderungen, dann mit der jetzigen Konfiguration, wo bemerkt, dann muss ich jetzt, ich kann es nur so wiederholen und ich weiß, es gibt viele, die zu Recht über den Status von City Skylines hetzen, aber Faktor 10 der Verbesserung von, ganz mies auf, vernünftig ist in meinen Augen, kann man auch einfach mal sagen, gut gemacht. Ja, also das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen. Und das haben sie wirklich gut gemacht.
Ach, herrlich. Ich mag unsere Stadt. Wie sieht's hier vorne aus? Ach, schade. Schade. Ich weiß, da gibt's noch Mods, dass wir die Modelle durchschalten hier. Diese Hausmodelle, dass die so schön an sich anschmiegen hier aneinander. Also das hat da ja wirklich, das sieht wirklich herzallerliebst aus hier, die Ecke. Wirklich. Ganz toll. Na gut, okay, entschuldigt. Das wollte ich aber eigentlich was ganz anderes machen. So, wir müssen unsere Stadt erweitern. Und wir gehen einmal hier hinten hin und gucken mal, dass wir natürlich auch die Industrie erweitern. Müssen wir auch wieder ran. Das sollte jetzt wieder reichen. Genau. So, wir haben schon wieder Gewerbegebiet. Notwendigkeit, das ist ja der Hammer. Okay, mehr habe ich jetzt aber nicht mehr für dich. Das muss jetzt reichen. So, große Häuser bitte hier hinten hin. Okay, das kann sein, dass er die nicht mehr haben will. Dann die mittleren werden wir... Nein. Ganz klar gesagt, bis wohin es geht. Bis nach da. An die Straße machen wir nichts. Ich hoffe hier... Genau, das ist an der Straße. Gut. Dann... Die beiden auch nicht. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Da können wir kleine Reihenhäuschen planen. Und hier vorne können wir, ich denke, bis zu dem Bereich hier gehen. Ja, sehr gut, das klappt. Okay, dann ist das Gebiet tatsächlich auch fast voll. Jetzt haben wir wieder Gewerbegebiet. Oh Gott, wir müssen schon wieder ein neues Gewerbegebiet bauen, ey. Was ist hier los? Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Ja, da müssen wir übrigens auch noch nachgucken, dass die jetzt auch alle vernünftig zur Schule kommen. Ihr seht, wir sind jetzt bei... Scheibenkleister. Ja, Fachhochschule und die sind voll. Das heißt, wir müssen hier unten definitiv eine Fachhochschule hinbauen. In dem Bereich. Jetzt lasst uns mal überlegen, wie wir das am besten machen. Wo ist denn die Straßenbahn? Die hält genau hier. Taxistand ist hier, ein Bus ist hier. Dann würde ich die andere Straßenbahn hier auch nochmal rumführen lassen. Aber wir müssen jetzt bei der Anzahl an Leuten natürlich auch einfach zusehen, dass wir das Ganze hier erweitern. Ihr seht, hier oben ist die Bildung schlecht. Sekundarschule ist grenzwertig, aber College... ist ausgelastet. Da müssten wir doch eigentlich noch einen Erweiterungsflügel bauen können. Dann haben wir zumindest das Thema College erledigt. Aber die Fachhochschule, da können wir auch noch mal erweitern. Und eine zweite Bibliothek bauen. Okay, dann sieht das schon mal halbwegs vernünftig aus. Dann sind wir da schon mal safe. Was haben wir da oben? Das passt. Das ändert aber alles nichts daran, dass wir auf jeden Fall, und ich würde es wirklich an die Ecke hier setzen, eine weitere Grundschule brauchen. Genau. Die setzen wir einmal dahin. Erweiterungsflügel. Spielplätze. Und eine Kinderklinik. Genau. So. Da gibt es dann einen Fußweg drumherum. So. Und ein paar Bäumchen. Bäumchen. So, jetzt aber. Nee, wir bleiben hier mal bei der... Nee, wir machen hier die Kastanie. So. So. Und da rein kommen mit einem Pinsel.
ein paar Büsche, vielleicht noch die eine oder andere Kastanie. Das war jetzt natürlich sehr viel Kastanien. So, dann sieht das hier mit der Schule gleich ein bisschen vernünftig aus. Und dann können die ganzen Leute hier rein. Eine Haltestelle gibt es direkt vor der Tür. Und jetzt haben wir allerdings immer noch das Problem des Colleges. Aber da sind wir ja noch jetzt bei 500 Leuten in der Kreide. Die Universität soll hier oben bleiben. Das will ich nach wie vor nicht verändern. Wir können aber schon einen Erweiterungsflügel mal einplanen. Dann sind wir hier eigentlich bei halbwegs vernünftigen Entfernung. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Wir haben eine ganze Menge gebaut. Wir sind bei, ach du Heiligsblechle, 5 Millionen. Das sieht gut aus. Das ist erstmal egal. Das Büro bringt, das ist das, was ich meinte, Leute, ne? Die bringen so unglaublich viel Kohle ein, die Büros. Das ist der Wahnsinn. Jetzt können wir bitte die Industrie mal ein bisschen entlasten um eine halbe Million. Wir gehen sogar mal auf 5% runter. Wir haben genug Kohle hier, dass wir die Industrie einfach bei der Produktion hier ein bisschen unterstützen und dass die das Geld lieber hoffentlich anderweitig investieren werden. Zum Beispiel, dass es hier kein Problem gibt. So, das ist auch vorprogrammiert gewesen. Selbstverständlich, da muss es zu einem Stau kommen. Das, wie soll es auch anders sein? Was wir mal machen könnten, wäre hier eine Einbahnstraße bauen, quasi als Rondell. Das fände ich mal eine gute Idee. Hätte ich eigentlich auch vorher drauf kommen können. Einmal da lang. Na? Bis nach da. Bis nach da. Und nach da. Und da geht es bitte auch einmal weiter. So, dann können die hier nur im Kreis fahren. Dann sollte es hier hoffentlich nicht allzu viele Probleme geben. Wir können noch mal die Kreuzungen hier noch mal überarbeiten. Fahrspurassistent. Hier fahren wir nicht geradeaus, bitte. Speichern. So. Genau. Moment. Nee, nicht genau. Nicht geradeaus, habe ich gesagt. Genau, die Ampel wieder weg. Dass wir hier eine Geradeausspur haben. Warum blinkt der denn jetzt? Was soll das denn? Oh. So, was haben wir hier? Genau die gleiche Situation. Aber hier gibt es auch spannenderweise keine Ampel. Die hat er gleich weggelassen. Ah, komm, wir lassen das so. Das sollte eigentlich passen. Okay. Wie gesagt, in der Situation ist jetzt ein bisschen Stau vorprogrammiert. Aber ja, da müssen sie jetzt einfach mal durch. Das ist jetzt nur hier für diese Gebiete. Was wir natürlich machen könnten, wäre ihm, ob wir ihm ja eine Entlastungsausfahrt geben. Ah, komm, wir machen das. Geben ihm eine Entlastungsausfahrt. Einmal dahin. Wobei wir hier die Ampeln ausschalten werden. Dann gibt es hier eine Vorfahrtsstraße. Und das gleiche werden wir hier nicht machen, weil hier die Parkplätze sind. Aber was wir hier noch machen müssen, ist einmal den Fußweg. So, dass die hier auch reingehen können in unsere wunderschöne Straße. Und dann werden wir denen natürlich hier auch nochmal einen Fußweg bauen. Dass die hier wirklich rüberkommen, da sollen sie dann auch durchaus anhalten. Die Autos, die Fußgänger haben hier in dem Fall einfach Vorfahrt. So, dann haben die jetzt noch eine Alternativroute. Hier können die Autos vernünftig rein. Wir werden auch die Straße. Die wollen natürlich alle jetzt einkaufen. Ah, wir müssen, haben wir denn hier in Rotmühlen? Die Parkplätze sind extrem teuer, ne? Dann müssen wir einmal von Rotmühlen hier, dieses Gebiet, erweitern um den Bereich. Bis nach da.
nach da und nach da. Dass die hier gar nicht erst auf die Idee kommen, hier an den Straßen zu parken, dass die wirklich da oben parken und dann da runter gehen. Okay, sehr schön. Dann sollten wir hoffentlich die gröbsten Probleme beseitigt haben. Und wir müssen halt diesmal einfach absolut darauf Acht geben, dass wir hier dem System keine Probleme bekommen und wir immer am Ball bleiben und wir wirklich die 1000 Leute, die in die Schulen rein wollen, auch immer unterstützen, dass wir eben bei der Demografie, die ich euch das nochmal zeige, wirklich auch so bleiben, dass die immer genug Leute haben und dass wir eben in diese ganzen Probleme hier gar nicht erst rein geraten und dann wächst unsere Stadt auch vernünftig mit. In dem Sinne, ja, so einen kleinen Ministau, aber das ist mittlerweile alles zu handeln. Ich denke, wir haben in den letzten Folgen hier gut was gemacht, haben unsere Stadt gut erweitert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.